Und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Oh, ich erschrecke mich jedes Mal, wenn aus dem Hintergrund einer anfängt zu singen. In dem Fall war es Remy. Ja, in der letzten Folge haben wir Elsa durchgespielt, die übrigens wieder gemütlich beim Essen ist. Und wir wollten, genau, wir wollten eigentlich diesmal Anna machen. Da hoffe ich doch mal, dass das jetzt funktioniert. Und ich hoffe, dass das jetzt auch ging, weil Christoph konnten wir nicht machen, glaube ich, weil Anna, weil wir da Fortschritte machen müssten, meine ich. Anna! Hi! Könntest du mir helfen, bitte? Nein, aber du kannst mir helfen. Nun, es gibt etwas, das mich wirklich beschäftigt. Hast du etwas Zeit zum Reden? Natürlich, was ist los? Christoph erinnert sich nicht an mich und ich frage mich langsam, ob er das jemals tun wird. Ich bin sicher, dass seine Erinnerungen mit der Zeit zurückkommen werden. Hoffentlich. Ich wünschte nur, sie würden etwas schneller zurückkehren. Du musst Vertrauen haben, Anna. Was du und Christoph haben, ist stärker als jede Magie. Es ist Liebe. Oh. Du hast recht. Und ich weiß, dass er seine Erinnerungen aufgeben musste, um dem Dorf zu helfen. Aber es tut trotzdem weh. Hm. Jedes Mal, wenn er mich ansieht, weiß ich, dass er nur eine Fremde sieht. Es ist einfach hart. Es muss etwas geben, was wir tun können, um ihn irgendwie daran zu erinnern. Hm. Ich werde mit ihm reden. Er muss einfach noch Erinnerungen an mich haben. Wir müssen sie nur herausschütteln. Danke. Ja, dann rede mal mit ihm. Wo ist er denn? Wo gehen wir denn hin? Christoph? Achso, anscheinend müssen wir jetzt Christoph suchen und sie redet dann mit ihm. Okay, dann... Wo ist er? Nee, Moment, er ist doch da, hä? Da ist er. Es tut mir leid, Anna, ich versuche es. Ich versuche es wirklich. Was ist mit den Picknicks, die wir früher in den Bergen in der Nähe des schildernden Strandes gemacht haben? Okay, ja... Ich erinnere mich daran, wie ich mit jemandem auf die Klippen in der Nähe des schillernden Strandes geklettert bin. Ja, wir sind dauernd zusammen auf diese Klippen geklettert. Ich erinnere mich an alles, außer an dich. Es tut mir leid, Anna. Wow, das war ein toller Tag. Naja, so toll ist der Tag ja offenbar nicht. Du doch nicht. Nein. Nein. Wiedersehen. Mit ihr reden. Ja, geh weg. Los, stell dich nicht immer so einen Weg. Christophs Erinnerungen sind also nicht verschwunden. Sie sind irgendwo da drin. Wenn wir ihn an die Dinge erinnern können, die wir früher zusammen gemacht haben, wird er sich bestimmt an alles erinnern. Das ist perfekt. Okay, Christoph erinnert sich daran, dass er die Klippen in der Nähe des schillernden Strandes erklommen hat. Nur nicht mit mir. Wenn wir ihm seine alte Kletterausrüstung besorgen können, wird er sich bestimmt an mehr erinnern. Als wir das letzte Mal klettern waren, ist er ausgerutscht und gestürzt. Dabei ist seine Kletterausrüstung kaputt gegangen. Er hatte nur ein paar Kratzer, aber wir mussten schnell weg, um einen Verband zu besorgen. Ich wette, seine Kletterausrüstung liegt immer noch am schillernden Strand. Ich werde am Strand danach suchen. Und ich versuche, weitere Erinnerungen aus dem Tal zu sammeln, die ich mit Christoph geteilt habe. Irgendeine muss das in Ordnung bringen. Morgen. Ach so. Ich wollte gerade sagen. Okay. Dann gehen wir mal zum schillernden Strand. Da fällt mir übrigens noch was anderes ein. Wir müssen auch noch was anderes machen. Und zwar ist nämlich heute auch wieder der Tag... die Frage ist jetzt, liegt die Erinnerung jetzt einfach so rum oder muss ich hier... Oh, da hinten ist Dreamlight. Oder muss ich hier irgendwas tun? Heute müsste nämlich eigentlich der Tag sein, also zumindest sind 5 Tage vergangen, wo wir die Stitch-Quest weitermachen können. Ich weiß, für euch ist das jetzt nicht so lange her. Gott sei Dank, wieso dauert das jetzt hier so lange? Okay, können wir nichts machen. Die nehme ich auch mal kurz mit. Weil die sind ja doch recht selten geworden. So, Kletterausrüstung, schillerner Strand. Die Frage ist halt, muss ich die jetzt suchen oder... Also ausbuddeln oder...
sonst irgendwas damit machen? Ich weiß, hier war ja noch eine Sache mit Maui. Die müssten wir auch mal zu Ende machen. Hier ist was zum Buddeln. Gucken wir mal nach. Okay, das ist es nicht. Aber da ist noch eine kleine Muschel. Die nehmen wir noch mit. So. Achso, in der Nähe der Klippen steht ja auch da. Dich habe ich, glaube ich, schon, oder? Moment. Jetzt muss ich doch nochmal kurz gucken. Nee, die habe ich schon, genau. Die ich brauche, ist nie da, deswegen. So, in der Nähe der Klippen. Das sind doch die Klippen, oder nicht? Aha. Moment, das müssen wir noch schnell. So, jetzt aber. Bringen Sie zu Anna, da können wir... das ist gar nicht Anna, Moment. Hä? Wo ist Anna denn jetzt schon wieder hin? Och Mensch, Anna. Da. Erwischt. Hey, du bist hier. Hier ist sie. Christophs Kletterausrüstung. Oh, sie ist schon ziemlich kaputt. Ich glaube nicht, dass er sich an viel erinnern wird, wenn er sie sich ansieht. Vielleicht erinnert er sich an den Sturz? Ich glaube, selbst ohne magische Gedächtnislöschung würde er diesen Teil lieber vergessen. Vielleicht könnte ich die Kletterausrüstung reparieren, damit sie so aussieht, wie er sie in Erinnerung hat. Das würdest du tun? Gameplayerin, du bist wirklich die Beste. Ich glaube, ich weiß, was ich brauche, um sie zu reparieren. Ich komme wieder, wenn ich fertig bin. Oh, danke. Seil, natürlich. Das Seil fehlt uns noch. Okay. Oh. Zweimal Seil. Das... Ja, ich war gerade am Überlegen. Nee, aber klar, da kommen natürlich immer nur einzelne Seile raus. Das ist nicht so schön wie bei den Fasern, wo halt mehrere Teile rauskommen. Okay, muss ich jetzt... Ja, das hier dann, ne? So, bringe sie zu Anna. Boah, dieses ewige Geräusch, was dann da drin ist, ne? Deswegen, ich muss den immer wegmachen. Entschuldige, Anna, darf ich dich was fragen? Bitteschön. Oh, hallo. Wow, Gameplayerin, das sieht brandneu aus. Ja. Wenn ich ihm das zeige, muss er sich an mich erinnern. Ich bin mir sicher. Ich bringe das sofort zu Christoph. Vielen Dank. Lalala, wo läuft sie hin? Na? Ach, da hinten. Als ob Christoph gewusst hätte, dass sie damit ankommt. Oh, hey Anna. Ich habe wirklich versucht, mich an mehr zu erinnern. Das verspreche ich dir. Aber es läuft nicht sehr gut. Keine Sorge. Ich habe hier etwas, das funktionieren sollte. Warum zeigst du mir alte Kletterausrüstung? Moment. Das ist meine alte Kletterausrüstung. Das ist großartig. Ich lerne hier so viele neue Freunde. Erinnerst du dich daran? Erinnerst du dich an mich? Ich erinnere mich an ein Mädchen. Ein Mädchen mit roten Haaren. Und das netteste Lächeln von allen, die ich je getroffen habe. Oh, da wäre noch eine Sache. Ich erinnere mich, dass wir zusammen gelacht haben, als sie mir aufhelfen wollte, nachdem ich hingefallen war. Du erinnerst dich daran. Erinnerst dich wirklich. Was noch? Und das war alles. Es tut mir leid, Anna. Ich erinnere mich an nichts anderes. Aber hey, vielleicht könnte ich anfangen, mit diesen rothaarigen Mädchen mit den schönen Lächeln ein paar neue Erinnerungen zu schaffen. Ja, das würde mir gefallen. Sehr sogar. Könntest du mir helfen, bitte? Also, aufgrund der Tatsache, dass sie so bräunliche Haare hat,
Und die einzige Rote, die mir einfällt, Ariel ist, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ihr das so wirklich gefällt. Nein, nein, ich habe doch gerade gedrückt. Hallo. Wow, ich freue mich so, dich zu sehen. Es macht mich traurig, dass Christoph sich noch nicht an alles erinnern kann. Aber er erinnert sich daran, wie er mit mir in den Bergen war. Also denke ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aha. Ich werde mit Merlin sprechen. Vielleicht kann er helfen, Christophs restliche Erinnerungen zurückzubringen. Wenn Magie Christoph die Erinnerungen genommen hat, braucht es vielleicht welche, um sie wiederherzustellen. Danke für deine Hilfe, Gameplayerin. Ich lasse es dich wissen, wenn Merlin eine Idee hat. Ich wusste, du schaffst das. Ist das wieder eine Voraussetzung? Na, jetzt muss ich bei Christoph. Oh, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Na gut, da das eine gemeinsame Geschichte ist, mache ich es ausnahmsweise mal so, dass ich tatsächlich mit zwei Leuten jetzt hier das Ganze mache. Weil ich sag mal, Anna und Christoph gehören einfach zusammen. Also kann man die jetzt auch zusammen hier... Hi, darf ich? Können wir reden? Nehmen, so. Hey, Gameplayerin, ich habe ein etwas seltsames Problem. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Schieß los. Erinnerst du dich an den Zauber, mit dem wir meine Erinnerungen an Anna ausgelöscht haben, um das Dorf zu retten? Einige meiner Erinnerungen kommen langsam zurück, aber nicht alle. Und ich weiß, dass es Anna das Herz bricht. Hast du jemals etwas Wichtigeres vergessen? Ich habe mal meinen Geburtstag vergessen. Ja gut, Geburtstag ist noch nicht wichtig. Ich glaube, ich habe dieses Teil vergessen. Oh, wow. Das ist wirklich etwas Großes, was du vergessen hast. Sag mal, du erinnerst dich nicht an Anna, aber erinnerst dich an ihre Schwester Elsa? Das ist komisch. Ich erinnere mich an Elsa. Aber in all meinen Erinnerungen an sie ist es so, als ob Teile davon verschwunden sind. Ich weiß, dass jemand anderes bei uns war. Ich kann nur nicht erkennen, wer. Wenn du dich noch an Elsa erinnerst und sie sich noch an dich, kann sie vielleicht das ergänzen, was in deinen Erinnerungen an Anna fehlt. Ich werde sie fragen. Es ist deinen Versuch wert, Gameplayerin. Danke. Gib mir Bescheid, wenn Elsa etwas einfällt. Hey, danke. Ja, dann, sprechen wir doch nochmal mit Elsa. Ich habe gedacht, das wäre jetzt durch, aber das ist natürlich schön, dass sie ja auch noch mit eingebunden wird. Elsa. Hallo. Du versuchst, Christophs Erinnerungen wiederherzustellen. Ich hatte gehofft, mit dir darüber reden zu können. Oh. Anna ist so traurig. Ich muss etwas tun, um ihr zu helfen. Ich habe mit Merlin gesprochen und er hat einen Zauber vorgeschlagen, der helfen könnte. Es ist zwar nicht meine Art von Magie, aber ich weiß, dass du dich mit Zaubern auskennst. Allerdings scheint der Zauber ein wenig schwierig zu sein. Ich weiß, dass wir das schaffen. Das glaube ich auch. Machen wir uns dann die Arbeit. Wir werden eine wichtige Erinnerung brauchen, die ich mit Christoph teile. Dann verzaubern wir einen Eisblock, in dem wir eine Erinnerung legen. Ich kann den Eisblock machen, aber der Zauber ist Dreamlight-Magie. Darum musst du dich kümmern, Gameplayerin. Kein Problem, was brauchen wir für den Zauber? Wir brauchen etwas Wasser, Sumpfwasser, um genau zu sein. Du solltest auf der Lichtung des Vertrauens danach suchen. Dann brauchen wir etwas aus der Erde, um den Zauber zu fokussieren. Versuche, ein paar Aquamarine abzubauen. Ich komme wieder, sobald ich alles habe, was wir brauchen. Das hat Spaß gemacht. Naja, ob das Spaß gemacht hat, weiß ich nicht, aber... Sumpfwasser, das heißt, ich muss schon wieder leere Flaschen herstellen, ja? Was ist denn mit den... Die habe ich nicht mehr hier. Moment, hä? Die habe ich aber auch doch noch... Ach so, Moment, doch, die habe ich hier vorne abgelegt, oder? Leeres Fläschchen. Tu mir das schon mal rein. So. Müssen wir aber trotzdem noch mal zwei leere Flaschen machen, ne? Wenn ich das richtig verstehe. Machen wir die noch. Und 6 Aquamarine brauche ich noch. Hm,
Oh, da haben wir zwar nicht viel von, aber... Vor allen Dingen 6 brauche ich davon. Das ist ein Scherz, oder? Das ist schon heftig, weil wir die wirklich nicht oft bekommen haben. Okay, Lichtung des Vertrauens. Wo bist du? Zack. So, Sumpfwasser. Da hinten ist es schon so am Leuchten. Ja, perfekt. Eins durfte ich holen. Warum darf ich nicht mehr holen? Ach, da hinten ist auch eine Stelle. Ich habe gerade schon Panik bekommen. Ja, zu dir kommen wir später, Ariel. Du bist ja auch irgendwie mit den beiden verknüpft. Beziehungsweise dein Prinz Erik ist ja mit denen verknüpft. Kannst du mal einfach über diese blöden Steine drüber laufen, Mann? So, bringe Elsa die Zutaten. Die wird wahrscheinlich immer noch beim Essen sitzen, oder? Ja, natürlich. So. Ihr könnt euch übrigens schon mal drauf einstellen, wenn ich das, also sollte ich das durchziehen können, mit Anna und Christoph durchgezogen habe, also abgeschlossen habe, dann werde ich gucken, dass ich so schnell wie möglich Maui beende, weil bei dem haben wir ja, glaube ich, nur noch eine Quest oder so. Und dann gucke ich mal, dass ich die weitermache, beziehungsweise beende, die halt wirklich, ja, die ich nur noch abschließen muss im Endeffekt. Ja, und natürlich hey, zwischendurch immer wieder Stitch. Perfekt, du hast alles gefunden, was wir brauchen. Können wir jetzt den Zauber wirken? Ja, es geht los. Das finde ich schade, ehrlich gesagt. Sie wirkt einen Zauber, aber man sieht halt nicht, wie sie es macht. Also da hätte ich mir schon gewünscht, dass man so eine Animation sieht oder so. Es hat nicht funktioniert. Es ist nicht deine Schuld. Ich weiß. Wir haben alles richtig gemacht. Meine Erinnerungen an Christoph sind wohl nicht stark genug für den Zauber. Merlin meinte, dass wir in diesem Fall etwas von Anna brauchen, damit es funktioniert. Eine besondere Zutat. Ich wollte ihr nichts sagen, weil ich ihr keine Hoffnung machen wollte. Aber wir brauchen eine Haarlocke von ihr. Aber Anna hat so schönes Haar. Genau. Ein Haarschnitt für Anna, kommt sofort. Immer langsam, wir brauchen nur ein kleines Stück. Du musst dir nicht die kompletten Haare schneiden. Gut, okay, ich werde mit Anna reden. Auf Wiedersehen. Es war ja schon klar, eine Haarlocke ist nicht das ganze Haar, aber wie das rüberkam, das war cool. Anna, halt, ich brauch dich, nicht weglaufen. Bleib stehen, ich brauche eine Haarlocke. Ich habe schon eine Schere mitgebracht. Ich freue mich so, dich zu sehen. Hey Anna, ich muss dich um eine seltsame Sache bitten. Elsa und ich versuchen, diesen Zauber zu wirken. Ein Zauber, der Christophs Erinnerungen zurückbringen soll. Wenn es Christoph hilft, mache ich alles. Wir brauchen eine Haarlocke von dir. Dann hol die Schere raus. Du hast die Wahl. Schere, Haarschneidemaschine, Schälmesser. Soll ich sie abschneiden? Ich sag mal, dann hol die Schere raus. Ich weiß nicht, soll ich sie abschneiden? Ne? Ich sag mal. Bist du sicher, dass du nur eine Locke brauchst? Ich gebe dir gerne so viel, wie du brauchst. Im Notfall trage ich einen Hut. Was ich damit sagen will, ist, ich würde alles für Christoph tun. Ein kleines Stück wird ausreichen. Ich verspreche es. Okay, los geht's. Hier, bitte. Ich habe sie für dich in diese Flasche getan. Wieso Flasche? Danke, Anna. Ich hoffe, es funktioniert. Und vergiss nicht, ich glaube an dich. Ich habe sie für dich in diese Flasche getan. Hm? Dann gebe ich ihr eine Flasche und sie gibt mir eine Flasche. Hä? Ich muss das... Nein, da will ich doch gar nicht hin. Ich wollte weiterschieben. So. So. Ich weiß, ich habe noch die Weihnachtsdeko drin, aber ich finde die so schön. Ich werde die hier drin lassen. Und an einer anderen Stelle kommt dann Halloween rein. Und an einer noch anderen Stelle kommt dann, keine Ahnung, vielleicht gibt es noch Ostern oder so. Ich weiß es nicht. Die sitzen hier immer auseinander und dann sitzen sie plötzlich zusammen. Das ist lustig. So, Annas Haare. Ich dachte, es wäre nur eine Haarsträhne. Hallo, du. Danke, Gameplay.
Ich wusste, dass Anna sich freuen würde, sie uns zu geben. Und los geht's. Oh, schön. Wir haben es geschafft. Wir haben einen magischen Eisblock mit einer Erinnerung darin. Wieso gebe ich sie ihr? Was soll ich damit machen? Oh. Lege ihn irgendwo ab und versuche ihn mit deiner Spitzhacke zu bearbeiten, um herauszufinden, welche Erinnerung sich darin befindet. Dann zeige Christoph die Erinnerung. Wenn der Zauber funktioniert hat, sollte er seine Erinnerung zurückbringen. Das hat Spaß gemacht. Okay. Also ich gehe mal stark davon aus. Ich weiß ja nicht, ich denke mal hiermit, ja genau, hiermit muss man es ablegen. Ich mache es jetzt extra draußen, weil ich nicht weiß, ob das sonst buggt. Oh, dann streicheln wir Anna mal. Ja, was ist jetzt mit dir? Was machen wir jetzt mit dir? Sprich mit Christoph. Wo ist er denn? Christoph! Da unten. Ist er da drin oder ist der? Ja, natürlich. Die Angelsachen habe ich, glaube ich, schon, ne? Christoph? Komm doch mal runter. Ich muss dir was zeigen. Ich könnte hier Hilfe gebrauchen. Nee, ich brauche Hilfe. Du hast deine Erinnerung aus einem magischen Eisblock herausgeschnitten? Das muss ich sehen. Wow, die Eisskulptur. Als ich sie ansah, erinnerte ich mich daran, dass Anna eingefroren war. Ich dachte, sie wäre verloren. Ich war so traurig. Dann war sie langsam wieder da. Sie hatte Elsa gerettet. Ein Akt wahrer Liebe ließ ein gebrochenes Herz auftauen. Ich glaube, ich war noch nie so erleichtert. Ich erinnere mich nicht an alles, aber meine Gefühle für Anna. Sie kommen langsam zurück. Vielleicht sind Gefühle wichtiger als Erinnerungen. Was meinst du? Deine Liebe für Anna, das ist es, was zählt, nicht die ganzen kleinen Details. Trotzdem, ich werde weiter versuchen, mich an den Rest zu erinnern. Jetzt, wo ich meine Liebe zu Anna fühle, muss ich mich an alles erinnern. Danke, Gameplayerin. Du hast dich wirklich für mich eingesetzt. Ich bin dankbar. Und ich weiß, Anna wird es auch sein. Toll gemacht! Ja, jetzt haben wir wieder eine neue Aufgabe mit Anna. Sehr schön. Aber ich würde sagen, dass wir das jetzt nicht in dieser Folge machen. Was ist das denn für ein... Das ist total doof, weil irgendwie ständig die gleichen Sachen hier reinkommen und ich ständig das Gefühl habe, dass ich immer wieder das Gleiche kaufe. Also die Klamotten, die habe ich auf jeden Fall alle schon mal gehabt. Hallo. Das ist Lilo und Stitch. Das kaufen wir auch mal kurz. Tut mir leid, dass ich das jetzt gerade in der Folge mache. Normalerweise mache ich das immer offline. Bei den Tapeten bin ich mir jetzt nicht sicher. Oh, den weiß ich, habe ich schon mal gekauft. Ist aber nicht schlimm. Vielleicht brauche ich den nochmal woanders für Deko-Zeugs. Sei gegrüßt, Nachbar. Ich glaube, den habe ich auch schon. Einen schönen Tag noch. So, die kann ich noch zu den anderen Sachen legen. Schlitten gebrauchen. Sei gegrüßt, Nachbar. Kegel kann man ja eigentlich nie genug haben, oder? Freundlichen Dank. Ich habe heute eh meine Kürbisse noch nicht geholt. Das ist, glaube ich, ein neues Bett. Das kenne ich noch nicht. Ist jetzt nicht so hübsch, aber na gut, für unter 700. Auf Wiedersehen und bis bald. Sehr schön. Sei gegrüßt, Nachbar. Eiszapfen-Esstisch. Den nehmen wir auch mal mit. Sehr geil. Aber hier bin ich mir wirklich nicht sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schon ein... Wieso kann ich das nicht öffnen? Ach so. Nein? Wieso kann ich das jetzt gerade nicht öffnen? Kleidungssets. Hier. Hier. Grüne Fischer-Watthosen. Grün. Na ja, gut, das ist mit Blau. Na ja, komm. Hallo. Für 3000 können wir das auch noch mitnehmen. So. So, achso, den wollte ich ja noch mitnehmen. Ich habe keine Ahnung, Nachbar. Was das ist. Achso, ein achteckiger Spiegel, okay. So nach dem Motto, nehme ich mal mit. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber Hauptsache, ich nehme es mit. So, die Statue, die würde ich allerdings gerne einpacken. Das mache ich noch eben mit euch, so.
Und würde sie, naja, ist jetzt die Frage, in die eisigen Höhlen? Da ist ja eigentlich, glaube ich, schon eine, ne, von ihr. Deswegen, jetzt bin ich hier aber ganz doof gewesen. Weil die wohnen ja nicht in den eisigen Höhlen. Die wohnen ja hier unten. Und da denke ich mal, dass das optisch gar nicht so schlecht aussehen würde. Wenn ich die jetzt hier hinstelle. Ist natürlich jetzt blöd, dass ich die jetzt wieder raussuchen muss. Den Eisthron, den möchte ich bei Elsa irgendwie mal reinstellen. Mhm. Da ist sie doch. So. Zack. Damit Christoph jedes Mal an dieser Statue vorbeigeht und jedes Mal seine Erinnerungen ein bisschen mehr zurückkommen. Ja, ich würde sagen, ich stelle mich einfach mal daneben. So, ist doch ein schönes Abschiedsbild. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge, ich habe es jetzt vergessen, sind wir, glaube ich, bei Anna jetzt gerade aktuell. Machen wir dann bei Anna weiter. Schätze, dass wir dann danach wieder irgendwie Christoph machen oder so, so im Hin und Her. Ich weiß es nicht so genau. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Und ja, vielleicht schaffen wir es ja sogar in ein bis zwei Folgen das Ganze zu beenden. Das würde mich auf der einen Seite natürlich ein bisschen traurig stimmen, weil es dann beendet ist. Auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr freuen, weil, weil dann Anna, obwohl, naja gut, die Liebe ist ja wieder zurückgekehrt, aber sie wollen ja natürlich auch noch die Erinnerungen zurückhaben, was ich absolut nachvollziehen kann. Und ja, wenn wir das geschafft haben, denke ich mir mal, wird die Storyline auch zu Ende sein. Jetzt kriege ich ja schon wieder Schluck auf am Ende. Das kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Deswegen danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ich sehe euch in der nächsten Folge. Ciao!